Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge auf der NR Marsch 2.7. Ja, ich fahre jetzt zur Zuckerfabrik und liefere da mal Wasser an. Müsste ich mal schauen, wie ich am besten fahre. Laut Karte könnte ich Brauerei beladen, theoretisch. Wäre unsinnig, ne? Weit weg. Hier habe ich auch noch eine Wasserstation. Aber da ist jetzt voller LKWs. Die werden noch nicht. Da werde ich noch nicht leer bekommen. Da werde ich mal Dienst verliefern, die Zellschubfabrik. Ist glaube ich klüger. Zuckerrüben, das werde ich noch nicht verarbeiten können. Das ist noch zu viel. Obwohl. Wenn Wasser fehlt, bringt es ja auch nichts. Ne? Ich lade die mal auf. Die Bäume sind noch grün. Kick an. Das Absicht ist, wir haben früher Winter. Ja. Ende. Da hier um 8 gehen. Hier ist ja wieder die Tastatur, die Tastatur doppelt belegt. Dann geht's nicht. Aber wir können Ballanbereich schon nehmen und entladen. Entladen zur Weg. Jetzt habe ich, müsste ich mal gucken. WLAN. Malz. Auffüllen. Abladen. Zuckerhaufen. Das müsste glaube ich sein. Ich kann trotzdem mal hier die Fahrzeuge wegräumen. Zumindest den Weg frei machen. Verkaufen möchte ich sogar rüben nicht, sondern schon selber Zucker herstellen. Beim Verkauf kommt nicht so viel rüber, geldmäßig. Deswegen. Mal gucken, ob wir hier reinkriegen. Ansonsten muss ich den Rest. Vom Anhänger lassen und immer beiseite fahren. Oder habe ich noch Ballen rum? Die Ballen, die rennen nicht weg. Gut, den können wir zum Hof fahren. Ne, 65 nicht, das ist Quatsch. Das ist schon lange fertig. Hof. Mal gucken, was wir im Wasser haben. Eigentlich noch genug. Gut, dann werde ich doch die Kompostfabrik, die Fabrik über Papier versorgen. Zucker haben wir auch schon Schwung da. Rüben und so. Ja, die große, ob nächstes Jahr Rüben gemacht werden, ich glaube eher nicht. Da werden wir mehr als genug haben. Lager ist ja auch noch voll, da müssen wir verarbeitet werden. Zwei Stück noch. Apropos hier. Hier ist eine Senke. Das war gewaltig. Weiß nicht, wer da ist, keine Ahnung. Jedenfalls, da versacke ich immer. Da muss Moorboden sein. Aber das macht ja nichts. Traktoren, glaube ich, passiert nichts. Weiß ich nicht genau. Da hinten noch einer. Ne, die doch. So, mal ein Foto machen hier. So.
Ich meine, gut, da fahren die normalerweise nicht lang, ne? Aber wie gesagt, das ist dann schon komisch. Aber kein störender Fehler in Anführungszeichen. Wenn man da nicht gerade in der Ecke ist und dahin läuft, dann das fällt es gar nicht auf. Und die Kurse fahren ja alle weiter weg, ne? Also von der Stelle fahren sie nicht lang. Und selbst wenn, dann kommen sie trotzdem weiter, weil sie im Prinzip wieder rauskommen. Also irgendwie ist das so, dass es total noch geht. So. Uff. Dann werde ich mal bei Gelegenheit mal einen Kurs programmieren. Kompost müsste ja irgendwie versorgt werden, also verkaufen oder so, ne? Irgendwas muss gemacht werden. Wo Verkauf nicht so viel bringt, ne? Aber ich habe aktuell keine Mittel, um das alles bauen zu können, um das zu verwerten. Gut, hier ist ja eh fast nichts drin. Ob man das loswerden, ne? Ansonsten wird der Rest verkauft. So. Wenn man die Fahrzeuge im Hof auch entsprechend reparieren und wegtacken und volltacken, und dann können wir dann auch arbeiten. Einteilen, wie zum Beispiel Frühpilze bringen zum BGH zum Beispiel. Dann kriegen wir leer. Jups. Uff. Uff. Der war für die Kalasserie. Strohliefer. Das kann er weitermachen. Und der muss man durchhalten. Muss man durchhalten. So. Den werde ich nutzen für Papierfabrik, da wird auch schon leer sein, fast. Anführungszeichen. Ansonsten bleibt noch der Wald. Ja, Stoppen fräsen muss ich noch. Ja, Bäume pflanzen, ne? Wenn das der Boden zulässt. Ne? Ansonsten Frühling Bäume pflanzen. Ne? Ja. Ja, Neuigkeiten zum ersten, ne? 22. Werdet ihr sicherlich auch schon erfahren habt, dass es ist, da ist, dass es kommen soll. Ende 22. Quatsch, 21. Entschuldigung. Ja, heißt 22, aber er kommt im vierten Quartal von diesem Jahr. Das ist so, Oktober, November oder Dezember, vermute mal November ungefähr, vermute ich mal. Ja, Neuigkeiten, ja, mit der Bodentextur irgendwas war gewesen, mit Gruppen, dass es anders aussieht, mit Seasons, mit Winter und Schnee, Frühling, Sommer, ne? Das nun so ist wie jetzt hier auch, glaube ich war eher nicht. Es wird sicherlich angepasst sein, entsprechend wie von 17er zum 19er war auch eine Veränderung da, also detailgenauer und so, ne? Das schätze ich hier auch mit auszukommen. Ja.
Und sicherlich Personal Farming, da wird auch dabei sein. Ja, Geräte, die großen auf jeden Fall, denke ich auch. Oh, hier ist ein kleiner Verkehrsstau. Mal kurz auflösen. Ich hab schon letzte. Unser Milchfahrer. Also hier ist wieder alles umgekehrt. Ich muss gucken. Der Milch ist ja voll. Globaler Markt darf beliefert werden, ne? Und genauso muss unser Hackschnitzel Richtung Palettenfabrik. Jetzt für ein Sägewerk. So. Da drüben sehe ich einige stehen, die werden warten. 1, 2, 3. Die muss ich aber alle wegnehmen. Sonst kriegen die Milchfahrer nicht in der Reihe. Muss ich immer. Werde ich hier mal 3 hinstellen. Auch wie abseits des Kurses, was zu fahren. Die sollen noch gewaschen werden. Beziehungsweise bekommen einen neuen Einsatzbefehl. Zum einen, na, Rümpschutz, da ist noch ein bisschen Zeit. Kompost verkaufen zum Beispiel. Wäre eine Option. Aber erstmal kriegen sie alle eine Reparatur und auftanken brauchen wir nicht. Machen dann automatisch. Auf jedenfalls. Ja, ich muss die aus dem Verkehr nehmen, sonst gut. Wo willst du hin? Wo bist du hier? Stellen wir hier eine. Neben den Weißen hier, Milchanhänger hier. Für die große Lieferung Milch. Ich mal Langeweile habe. So. Ach, das ist Stroh. Das ist Strohfahrer, Junge. Das war doch klar. War da irgendwas gewesen. Schweine. Mal gucken, ob die alles da haben. Schweinestall. Alles Paletti. Der zweite ist auch gut. Kühe, ja, heute wird es reichen. Und Gesundheit 96. Na, ist alles top. Schweine haben wir schon genug. Das ist unser Maststall, der zweite. Ich glaube ja. Und der erste hat wieder. Oh, da müssen wir Ferkel umstallen. Oh, viele Ferkel. Jo. Wasser müssen wir versorgen hier. Und der hat ja Hackschnitzel gefahren zum zur Papierfabrik. Verkaufen muss ich noch was, ne? Da steht der. Wie gesagt, hier muss man gucken. Da werden wir alle einsteigen. Einfach ein bisschen schwierig in den Gang zu kommen. Na, Motto, was hast du vor einer Woche getan? Ne? So. Paletten muss ich herbringen. Ah, ist aber dabei gewesen. Ach, okay. So, Wasser, klar. Beladen. Dazu nehmen wir hier rein, gucken, was los ist. Beladen Wasser von hier weg.
Denn warum soll er so weit fahren, ne? Ah, hier mal einen Ordner machen. Beladen. CD. Beladen. Okay. So. Entschuldigung. Beladen Wasserbrauerei. Beladen. Ja, das ist wieder anders. Beladen Wasser. Und abladen. Wasser entladen. Und das fahren. Und ich werde indessen mal Paletten holen, dass die hier arbeiten können. Ansonsten werde ich mal überall Paletten gucken, ob da was fehlt. Wahrscheinlich ja. Zuckerfabrik nicht, da ist noch genug da. Molkerei dürfte auch noch was da sein, aber da kann man hinfahren, im Motor. Das ist nicht das Problem. So. Ah, Paletten sind genug da. Belademodus. Und hier werden die Hacknetzel verarbeitet zu Holzstamm. zu Bäume. Hier Wetterpaletten ist noch genug da Platz. Boah, die stelle ich auch her, weil da kann man gut Geld verdienen. Ja, siehst du, wieder voll. Der kann ja mal eine Runde fahren, das ist ja ausreichend. Ah, der Milchrunde. Unser Milchfahrer fährt auch schon zweite Runde. Da geht vorwärts. Wenn immer alles läuft, dann geht er. Schnell lieber hinfahren, bevor der Schnee kommt und wir nicht mehr fahren können oder schlecht fahren können. Ne? So. So, den Rest nehmen wir wieder auf. Kann die voll arbeiten hier. Blauer Balken ist dreiviertel voll, halb voll, ne? Nicht ganz halb. Gut, Heu brauchen wir nicht, Stroh reicht schon mal. Hacknutzel machen wir hier nicht, das ist zu teuer. Erstmal sehen, dass wir das zum Bretter für Arbeit kriegen, ne? Sollte auch wieder voll sein. Gut, noch nicht ganz, da haben wir ein bisschen helfen. Oh, was werden wir die Mods vermissen hier? Das ist es, was ich mir hinterher sage. Oh, was bist du verwöhnt mit Cosplay? Autodrive, da wird mir alles fehlen. Gut, anfangs haben wir eh nur eine Einfachkarte. Und Helfer, freundliche Felder, als wir bezeichnen. Klein, fein, aber wie gesagt, Anfang. Immer Geld verdienen, ne? Das ist es ja, ne? So, zack. Das dürfte reichen normalerweise.
einsteigen. Den Rest fahren wir erstmal zur Molkerei. Ja gut, mitgenommen. Zur Molkerei und dann sehen wir weiter. Ja, wenn wir schon mal hier sind, Paletten für die Papierfabrik, ne? Kommen die nur ab hier vorne? Mal gucken, ob da was Platz haben. Sieht nicht ganz so aus. Gut, hier brauchen wir nichts herbringen. Aber wir können nur arbeiten. Also Wasser haben sie jetzt da. Hoffe, Hackschluss auch. Jo. Nicht viel, aber immerhin. Gleich mal reingucken ins Menü. Wie es aussieht. Ja, ja, alles da. Auch Klopapier ist wieder da. Ein bisschen Geld verdienen. Aber lass uns ein bisschen arbeiten. Brauerei müssen wir noch anfahren, ne? Da ist, glaube ich, weiß ich nicht genau. Ich fahre mit zur Molkerei und dann meinen Rest nachher zur Brauerei. Von der Brauerei kann man ja gleich das erste Bier mitnehmen und verhökern, ne? Ist ja halt so, jetzt im Winter wird verkauft. Oh, ich sehe gerade, wie die Zeit abgelaufen. So ist das leider. So, schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Das haben wir. Tschüss. Ciao, ciao. Jo. Morgen geht's hier weiter. Hier im Norden. Ganz wilde Fahrer. Hier im Norden, ne? Tschüss und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal dickes Dankeschön, falls ich reinschaue. Tschüss.